Mein Name ist Fabio Lenzlinger und ich habe meinen Bachelor im Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Graubünden im Jahr 2022 abgeschlossen. Als Bachelorarbeit habe ich dürfen den Umbau vom Anschluss Zuez in Oberengadin bearbeiten. Den Zuez ausserorts liegend Anschluss an die Engadiner Strasse führt immer wieder zu heiklen Verkehrssituationen und aufgrund von der hohen Geschwindigkeiten teilweise auch zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Es bestehen somit hinsichtlich Verkehrssicherheit punktuelle Defizite und auch infolge von ungenügender Frostsicherheit von der Foundation sowie von vor Ort feststellbaren Strassenschäden drängt sich eine Sanierung von dem Strassenabschnitt ohnehin auf. Im Rahmen von der Bachelorarbeit habe ich neben der Unfallanalyse von der verzeichneten Verkehrsunfälle auch eine Normkonformitätsüberprüfung vom Knoten können machen hinsichtlich Geometrie, Leistungsfähigkeit, Knotensichtweite und Befahrbarkeit. Ergänzend ist auch eine Verkehrszählung von den Knotenströmen unter anderem während dem Wochenende vom 52. Engadiner Skimarathon gemacht worden, wo nachweislich den grössten Verkehr auf der Engadiner Strasse auslöst. Durch die gewonnenen Grundlagen und Erkenntnisse, beispielsweise die Verkehrsabbiegebezüchungen, haben in einem Variantenstudium anhand von der Knotenformanalyse differente Knotenformen können bewertet, miteinander verglichen sowie auch monetär gegenübergestellt werden können. Überzeugt hat dann schliesslich eine vierarmige Kreiselanlage, die für die bestehende Situation verkehrs- und sicherheitstechnisch am wirkungsvollsten ist. Eine Erhöhung von der Verkehrssicherheit kann mit dem ausgearbeiteten Projekt von dem Betonkreisel sowie auch weiteren flankierenden Massnahmen erreicht werden. Herausfordernd ist es vor allem gewesen, neben der umfassenden Projektierung und Kostenberechnung einen Vorschlag für die Bauausführung mitsamt allen Bau- und Verkehrsphasen zu erarbeiten.